So, ihr Lieben, wir machen weiter. Ja. Nach ein paar Scherzen, ja, also die haben da noch so ein bisschen rumgescherzt, wie gesagt, das muss, braucht man nicht mit reinzubringen, das sparen wir auch Zeit. Nach ein paar Scherzen sagt er, ja, sagt er, nirgendwo findet man in Kapitel 9 den Konzept der Selbstverteidigung, die argumentiert wird von Muslimen. Ja? Die argumentieren dann immer, ja, das ist doch nur Selbstverteidigung, wenn wir angegriffen worden sind. Ich glaube, 54 oder 56 Länder wurden durch den Islam erobert. Also 56 Länder haben Saudi-Arabien angegriffen. Ja? Und die haben das überlebt und haben die dann angegriffen. Was für ein Schwachsinn, Saudi-Arabien ist... Okay, gut. Ja. Lügen, ja. Es steht auch nirgendwo, wie gesagt, hier im Kapitel 9, dieser Konzept, ja, der Selbstverteidigung. Sie lügen ganz klar, ja, und wir wissen in der Geschichte, geschichtlich ganz klar, dass der Islam immer angegriffen hat. Wien, Spanien, ja, bis Ex-Jugoslawien, was in Italien, die ganzen Massakren, die mit den Italienern gemacht worden sind, wo sie über die Mitte des Mittelmeers versucht haben, Europa anzugreifen, was sie mit den Italienern alles, wie die abgeschlachtet haben, ja, und so weiter. Ja, man vermutet ja, dass sogar diese ganze Korruption und diese Mafia und das alles ist, man behauptet zwar, das wäre, wo die Spanier Italien erobert haben und dann wieder zurückgegangen sind, das wieder gelassen haben, dass dann die Mafia entwickelt worden ist. Und dann diese Schutzgelderpressung und blablabla, doch, das sieht man ganz klar. Die Spanier haben nie sowas gemacht wie Schutzgelderpressung, nicht mal, wo sie Länder übernommen haben. Wir sehen ganz klar, das haben die Araber gemacht mit diesen Schutzgelderpressungen und diesen ganzen Zeugs, ja, Schizia. Ist nur eine Vermutung von mir, ja. Historisch habe ich sowas, sehen wir sowas historisch nicht, aber wir sehen selber, dass in der Dokumentation viel gelogen wird, ja, weil da viel Geld aus Ölquellen, aus dem verkauften Öl kommt, ja, zu diesen Medien. Aber das wisst ihr. So, also, man findet, ja, in den Kapitel 9 diesen Konzept der Selbstverteidigung, die argumentiert wird, ja, findet man nicht. Allein der Vers mit dem Schwert abrogiert 124 so besagte friedfertige Verse. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Sagt hier David Wood ganz, ganz, David Wood sagt hier ganz klar. Ja. Allein der Vers mit dem Schwert abrogiert 124 so besagte friedfertige Verse. Ja. Um euch das ein bisschen zu verdeutlichen, was man damit meint, Mohammed, ja. Mohammed schickte zu Königin oder zu anderen von Ländern, schickte den Brief und sagt, entweder ihr nehmt den Islam an oder ihr macht Bekanntmache mit dem Schwert. Ja, hier sehen wir diese 54 oder 56 Länder, die der Islam erobert hat, mit dem Schwert, ja. So. Dann wird hier gefragt von David Wood, möchtest du was hinzufügen, Christian Prince, ja. Und Christian Prince sagt, ja, Mohammed sagte, ich bekämpfe die ganze Menschheit, bis sie nicht die Schahada sagen und das ausführen, was von ihnen verlangt wird. Die Schahada ist halt neben dieses Rasula Rusa Lululululululalalulala, ja. Das ist diese Schahada, Entschuldigung, ich weiß nicht, wie das geht. Und will es auch hier nicht aussprechen, um Gottes Willen, ja. Und wie gesagt, das, was Mohammed sagt, müssen sie auch ausführen, ja, schlachten, sagt er selber, ja, also ich finde mir hier nichts rein, sagt er dann, sie beschlachten, Schutzgelderpressung, das Beten, ja, und so weiter. Wenn einer der Muslime nicht Mohammed folgt, tötete er ihn, ja, und nimmt ihn sein Eigentum, ja. Er tötet ihn und beklaut ihm noch sein ganzes Eigentum, anstatt das deinen Kindern oder seiner Frau zu überlassen oder umgekehrt, ja. Na gut, okay. Der Kampf der Apostaten wurde so genannt, weil er eben gegen die Apostaten geführt wurde. Ja, nochmal, es wird von Muslimen behauptet, nein, das sind nur gegen Apostaten, die dann zurückkommen und uns angreifen. Sollen wir uns dann, dürfen wir uns verteidigen, wird behauptet von Muslimen als Argumentation. Und hier heißt es ganz klar, der Krieg selbst, der Kampf selbst hieß der Kampf der Apostaten, weil er so genannt worden ist, weil er gegen die Apostaten ging. Man ist gezielt die Apostate aufsuchen gegangen, um sie zu töten. Ja, und Muslime kommen euch, weil die ausnutzen die Ignoranz, sage ich jetzt mal nicht böse gemeint, Ignoranz von uns allen, das nicht zu wissen. Ja, und dann könnt ihr argumentieren, wieso heißt dann der Kampf der Apostaten? Hm? Und dann Schachmatt, versteht ihr? Schachmatt-Islam, ja. Wie ihr seht mit jedem Satz hier, Schachmatt-Islam. So.
Abu Huraira, ja, auf Arab, gegen die Apostel. Abu Huraira, ja, auf Arabisch. Ich glaube, so heißen die Apostaten. Bekämpfe diese von den Juden und Christen, ja. Bekämpfe diese von den Juden und Christen. Kapitel 9, ja, 29. Es gibt nicht einen, der in Saudi, es gibt nicht einen in Saudi-Arabien, ja, der sagen kann, ich bin Christ, weil er sonst sofort getötet wird, ja. Sagt Christian Prince. Ja, in Saudi-Arabien gibt es nicht einen. Es gibt natürlich Christen in Saudi-Arabien, heimliche Christen, aber die können nicht auf die Straße gehen und sagen, ich bin Saudi-Arabien. Die zählen dann als Apostaten und werden sofort hingerichtet. Versteht ihr? Ja, natürlich versteht ihr. So. Das ist, wie Christian Prince hier ganz klar sagt, dass sie lügen. Ja, das ist ganz klar Kampf der Apostaten, man darf sie töten. Ja, Saudi-Arabien, genau. Sam Shamoon befragt Christian Prince, ja, ob er. Ob er halt jetzt was ganz anderes auf einmal fragt, Sam Shamoon Christian Prince, ob er halt der Trinität folgt, ja, und CP bestätigt es, indem er kein Modalist ist. CP sagt, sie wollen nur konfus machen und wissen ganz genau, dass er in drei Personen, Akanem auf Arabisch, ja, Person glaubt, jede Person, ja, seine eigene Person ist, ja. Also Akanim bedeutet auf Arabisch Person und damit wissen sie ganz genau, dass er der Trinität folgt. Ja, und sie wollen nur verwirren, andere Christen verwirren, indem sie sagen, Christian Prince, ja, blablabla. Ja. So, fünfte Frage von Sam Shamoon an Christian Prince. Das Wort Nikah, ja, das Wort Nikah, das ist ganz interessant, Leute. Das Wort Nikah, was der Koran als Heirat übersetzt, was es aber nicht bedeutet, was beziehungsweise die Muslime übersetzen, ja, das würde Heirat bedeuten. So, was meint Mohammed, wenn er sagt, Nikah eine Frau, ja? Also eine Frau zu ehelichen, ja? Helf uns zu verstehen, was das bedeutet. Wie dreckig die Vokalisierung im Koran ist, Al-Fadi bestätigt, dass der Koran sehr vulgär ist, ja? Jetzt sagen sie, und das wäre. Und sie versuchen das hier noch harmlos auszudrücken, ja, weil das ja im Internet ist. CP, Christian Prince, antwortet. Im Koran, wo Mohammed sagt, Shaitan hat Doria, keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird, was bedeutet, er hat Kinder, ja, Doria, er hat Kinder. Sie fragt ihn, wie hat Satan Kinder bekommen? Muslime erklären, dass Allah am rechten Bein, Muslime selbst, ja, erklären, Muslime erklären, dass Allah am rechten Bein eine Privatzone kreiert hat und eine Privatzone an der Frau am linken Bein. Ja, also von Satan am rechten Bein eine Privatzone kreiert hat. Sie versuchen das hier harmlos auszudrücken, einen Penis, ja, und eine Scheide für die Frau an den linken Bein. Ja. Also Nikah bedeutet sexuelles Interagieren. Darum sagen wir, im Islam gibt es keine Heirat, sondern nur einen sexuellen Vertrag. Ja? Das habe ich schon mal in einem Video versucht, euch zu erklären. Hier bestätigen die das, ja, nochmal. Also Nikah bedeutet sexuelles Interagieren. Darum sagen wir, im Islam gibt es keine Heirat, sondern nur einen sexuellen Vertrag. Als Beispiel, wenn wir Muslime fragen über Mutter, ja, Mutter ist der angebliche Kurz-Ehevertrag für Muslime, was in Wirklichkeit Prostitution ist. Ja, eine Frau Geld zu geben, ich möchte mit dir Mutter machen, gibst dir Geld, machst einen angeblichen Kurzheiratsvertrag, was eigentlich einfach nur ist, du gibst dir Geld, machst mit der Sex und gehst wieder, wird hier als Kurzheirat von Muslimen definiert, gelogen, was Prostitution erlaubt ist in Islam. Das müsst ihr euch mal vorstellen, Prostitution ist erlaubt in Islam, sagt uns hier ganz klar Christian Prince. Ja, als Beispiel, wenn wir Muslime fragen über Mutter, antworten sie, das ist temporäres Nikah. Nikah, also Heirat, ja, was aber keine ist. Dann sagt er hier, um euch das ganz klar zu verdeutlichen, frag einen Muslim, ich will deine Tochter Nikah. Ja? Sie werden dich erschießen und beleidigen, was bezeugt, Nikah bedeutet niemals Heirat, sondern sexuelle Interaktion. Ja? Hier könnt ihr das ganz klar, als Christian Prince einfach eine Maschine, der Typ. Ja, mit einem Satz Schachmatt. Sechste Frage. Sechste Frage von einer Melodie durch den Internet, die hat sich Melodie genannt. Mein Ehemann ist Muslim und ich bin Christin, zu Kapitel 2, Vers 62. Wie können die Sabians belohnt werden am letzten Tag, wenn sie doch Paganen sind? SS, also hier wird gesagt, habe ich ein bisschen verkürzt,
es wird gesagt von Mohammed anfangs, auch die Christen, die Paganen, die werden, Moment, die Sabians, also die Christen, die Sabians, die Juden, ja, alle werden die wirklich glauben, von Gott in den Himmel kommen und sowas, ja. Und da fragt die Frau, wie kann das sein, wenn das doch Paganen sind? Ja, wie können sie von, also sie werden belohnt von Allah, wie können sie belohnt werden, wenn sie doch Paganen sind? Ja, Sam Shamoon fragt dazu, ja, wer sind sie, Moment, wer sind sie, die Paganen? Oder glauben sie an einen Gott? Also wer sind die Sabians? Wer sind diese Sabians und glauben sie an einen Gott? Also nicht allgemein, ob sie an einen Gott glauben, sondern an einen, an der Anzahl. Ja? Christian Prince antwortet, Sabians sind eine der ältesten Religionen vom Mittleren Osten. Sie verachten den jüdischen Gott und bezeichnen ihn als den Teufel. Sie glauben, dass einfach, weil Pharao zerstört wurde von der Armee von Moses. Moment. Ja, Pharao war natürlich der Pharao. Ja, Pharao war der Pharao, der zerstört worden ist von von Moses, ja, mit der Wasserspaltung. Ja. Glauben Sie, dass er Satan ist, weil Pharao war ja auch ein Pagane, ja, genau wie die Sabians. Also haben sie natürlich zum Pharao gehalten, und weil der Moses mit seiner Armee diesen Pharao zerstört hat, den Pharao, ja, glauben Sie, dass Moses Gott Satan ist, weil ja die Pharao Paganen waren wie die Sabians, so dachten die, unsere Religion ist von Satan. So unfassbar, ja. Und hier haben sie es auch, der Armee von Moses, der auch ein Pagane war, ja. Die zerstört worden sind von Moses, der auch ein Pagane war, also der auch ein Pagane war, der Pharao, der auch ein Pagane war. Ja, so. Sie haben mehrere Götter und glauben sogar, dass Engel Kreatoren sind und Ränge haben. Das ist, was noch die Sabians glauben. Ja? Mohammed war ein Heuchler. Er ging zu allen und machte sich lustig über alle anderen Religionen, doch bei denen er sich gerade aufhielt, schmeichelte er. Das heißt, ich bin jetzt bei den Christen, dann mache ich mich lustig über die Juden, über die anderen, doch gehe ich dann zu den Juden, rede schlecht über die Christen, ja, und sagte dann noch, dein Glaube ist auch mein Glaube, schleimte sich bei jedem ein, war ein Heuchler und ein Lügner, sagt Christian Prince. Ja? Ich tue hier nur wiedergeben, was hier Christian Prince sagt. So, nicht, dass hier einer kommt bei mir vorbei und Allahu Akbar ruft, ja. So. Genau. Bei denen er gerade schmeichelt er sich, und dann sagt er genau wie Obama. Ja, Obama ist genau dasselbe. Obama ist genau so ein Typ, hat den mal einfach hier mit reingebracht in diese Kommunikation, dass Obama genau so ein Typ ist, dass er sogar zu Homosexuellen geht und sich für Homosexuelle schmeichelt, dass er da, egal wo er hingeht, ja, schmeichelt er sich ein. Ja, ist genau so ein Typ. Glaubt mir. Ja, glaubt mir, und ihr alle geht in den Himmel. Darum versprach er allen erst den Himmel. Ja? Am Anfang, ja. Und dann später, wo der dann an der Macht war, ja, wenn ich mir glaubt, ich bin dann der Messenger, ich bin dann der Bote, ja, Messenger, ich bin der Bote, dann wo der dann die Macht hatte, mehrere Leute hatte, dann wurde das auf einmal alles mehr narzisstisch. Ne? So. David Wood antwortet, die Sabians hatten, jetzt passt auch gut auf, die Sabians hatten 7 Gebete und sie rezitierten die Schahada. Mohammed klaute von den Sabians die Schahada und sagte, er ist der Bote. Ja, das hat er geklaut, das ist, was ich immer in meinen Videos sage. Er hatte von diesen, ich sagte immer von diesen Paganen, und das sind diese Sabians, hat von den, wenn ich euch sage in meinen Videos, er hat geklaut von den Paganen. Das ist hier, was David Wood hier gesagt. Ja. Die Sabians waren Paganen, und Mohammed klaute von ihnen die 7 Gebete, was aber ja, dann zu 5 wurden, weil 7 ist ja schon ein bisschen zu viel, 5 sind ja schon viel, 7 waren wohl zu viel, hat Mohammed gesagt, komm, 5 hat sich dann noch eine Geschichte einfallen lassen, kommt am Ende, ja, dieses Videos. Ja, wie das dann passiert sein soll. Die ist ein bisschen aggressiv, die Hündin, weil der geht es nicht gerade gut. Und da will sie natürlich von den anderen in Ruhe gelassen werden. So, also.
Genau, die Shahada. Die Shahada rezitierten schon die Sapiens. Hat er geklaut, hat er das zu den Sapiens gegangen, hat mit denen geredet. Ja, euer Gott ist auch mein Gott. Biblo hat sich bei denen eingeschleimt, von den anderen schlecht geredet. Ja, und hat das dann bei denen gehört, dass sie die Shahada gesagt haben. Dieses Lulala. Ja, hat er geklaut von denen und dann gesagt: Ich bin der Bote. Er ist der Bote, er hat das bekommen von Allah. Ja, diese Shahada. Unfassbar, ja. Unfassbar, voll, was ein Dieb der Typ ist. Der hat sogar Unterhosen geklaut, der in der islamischen Lehre steht. Der hat nur geklaut. Geklaut. Ja, so. Unfassbar. Ja. Frage 7 von Al-Fadi. Ist es den westlichen Muslimen bewusst über die Fakten oder sind sie einfach nur emotional? Auch mal hier ein bisschen kurz gefasst, ja. David Wood, Muslime benutzen Tahrir, um zu verteidigen, dass Apostaten getötet werden sollen, wobei Mohammed ganz klar besagt, sie zu töten, ja, die den Islam verlassen. Die Ausreden, die Muslime benutzen, stehen nirgendwo im Text, wie zum Beispiel zählt nur als Selbstverteidigung. Ja? Dass Muslime behaupten, es ist doch nur Selbstverteidigung. Warum sollte man was beschreiben, wenn es doch klar ist, dass man sich selbst verteidigen darf, wenn dich einer töten kommen will und du ihn tötest? Das braucht dir doch kein Mensch zu erklären, sagte David Wood. Wieso muss das Mohammed erklären? Ja? Und um einfach ganz klar zu beweisen, das ist schwachsinnig, dass sie das hier als Ausrede, als Argument benutzen. Ja? Es geht hier ganz klar, ja, dass sie wissen, dass es darum geht, ja, die Apostaten zu töten. Ja? Dass es hier einfach den Fakt ignorieren oder uns Takir benutzen. Ja? Dass es Fakt ist, dass Apostaten getötet werden dürfen. Islam ist Fakt. Ja? Und eben keine Emotionalität, dass sie sagen, nein, das aus der Emotion heraus, weil sie moralisch besser sind als Mohammed. Nein, das kann doch gar nicht sein. Wie kann Mohammed so etwas befohlen haben? Kann doch nicht sein. Das ist nicht Emotion. So, nein, so und so kann unser Prophet nicht gewesen sein. Das ist Takir. Sie wissen diesen Fakt ganz genau. Ja, und spielen auf emotional. Ja, versteht, ihr müsst die Fragen, das sind wie gesagt sehr begabte Menschen, die mit einem Satz eine Frage stellen und ich weiß, dass es manchmal schwer ist zu verstehen, was sie eigentlich damit euch mitgeben wollen. Ja? So zum Beispiel wie Nostradamus war ein Mensch, der viel mitgeben wollte und immer in Rätseln sprach. Ja? Aber gut, ich bin ja da, kein Problem, ich mache es korrekt für euch. So. Es ist also keine Emotion von Muslimen. Oh, unser Prophet, es kann nicht sein, dass er so ein schlechter Mensch war. Das ist nur Verteidigung. Ja, das ist nicht Emotion. Sie täuschen nicht die Emotionen vor. Es ist Fakt. Muslime wissen den Fakt. Sie sollen Apostaten töten. Nochmal. So. Also. Wieder wird eingeworfen, dass es ein schlechter Kommunikator sein muss, wenn nach 1400 Jahren immer noch Muslime genau das tun, was geschrieben steht, nämlich Apostaten zu töten. Wir sehen überall, dass Apostaten getötet werden. Saudi-Arabien, Katar, ja, Kuwait, überall, ja, wo der Islam über 60% herrscht, überall, brauchen wir nicht alles aufzuzählen, werden Apostaten getötet, die den Islam verlassen. 1400 Jahre lang und es soll nicht wahr sein, ja? Also. Und hier nochmal, ja, haben Sie etwas einfach nur falsch verstanden? Jetzt tut David Wood ein bisschen mehr darauf eingehen. Haben Sie etwas einfach nur falsch interpretiert? Oder sind Sie einfach moralisch besser als Mohammed? Seht ihr, hier sagt ihr das. Ihre eigene Ansicht mit Druck vermittelt? Oder lügen Sie einfach nur darüber? Ja? Das sind die Möglichkeiten. Und es ist ganz klar, dass sie lügen. Da wollt ihr mir erzählen, ein Muslim kennt seine eigene Religion nicht. Ein Satz Ahmad bei Dr. Wake Up. Muslime kennen also ihre eigene Religion nicht. Ja? Das sind gar keine Muslime. Ab in die Hölle. Ja? So. Laut Allah, nicht laut mir. So, Sam Shamoun, es ist schwer, sie als Lügner zu bezeichnen, denn wir können nicht in ihr Herz sehen. Das habe ich auch in einem meiner letzten Videos gesagt. Es ist immer wunderbar, wenn zu lesen, was andere genauso fühlen wie du. Ja, wenn ich genau dieselben Sätze bringe wie du, du hast es vorhin nie gelesen. Denn ich sage auch immer, man kann ja nicht in ihre Herzen sehen. Und das ist genau, was hier Sam Shamoun sagt. Doch du, David Wood, hattest eine Debatte mit Chirali. Ist er ehrlich oder unehrlich? David Wood,
Ich weiß es wirklich nicht, sagte so lachend. In dieser Situation, Shabir sagte, Sachen wie Leute wie David scheinen IS zu mögen, da sie ihm ein Fundament bringt. Wenn es hart wird, kommt immer wieder so stark hin und so voll seltsam. Also, in dieser Situation, ja, Shabir sagte Sachen wie Leute wie David, also David Wood, scheinen IS zu mögen, da sie ihm ein Fundament zum Kritisieren, also Base, er sagt in Englisch Base, ich habe es mal Fundament übersetzt, falls hier eine Kritik kommt, da sie ihm ein Fundament zum Kritisieren des Islams geben. Ja? Also nochmal, in dieser Situation, Shabir sagte Sachen wie Leute wie David scheinen IS zu mögen, da sie ihm ein Fundament zum Kritisieren des Islams geben. Ich sagte, ja natürlich gefällt es mir zu sehen, wie Christen köpfen, und meinte es sarkastisch. Und er sagte noch dazu, seht ihr, er gibt es zu, dass der IS ihm gefällt. Anscheinend scheinen manche Leute Sarkasmus nicht zu verstehen, sagte hier David Wood. Er hat ist noch ein bisschen darauf eingegangen, dass er oft mit Menschen spricht und wirklich merkt, dass sie Sarkasmus überhaupt nicht verstehen. Ja? Sarkasmus ist ja man definiert Sarkasmus als intelligente Form des bösen Witzes, sag ich mal. Also man sagt, die schwerere Form eines Witzes, ja, aber die dunkle Art des Witzes ist Sarkasmus und scheinen einige nicht zu verstehen. Ja? Oder verstehen das, ja, was hier David eigentlich meinen will. Er weiß ganz genau, dass er diesen Sarkasmus verstanden hat, nutzt aber aus, das so darzustellen, als würde er das ehrlich meinen, dass er IS-Videos mag. Ja? Satanisch, richtig satanisch. Ja? CP, ich denke, alle von, jetzt sagt CP, wirft sofort ein und sagt ganz klar, ich denke, alle von denen sind Heuchler und Lügner. Er nahm als Beispiel Shabir Ali als Debatte mit David Wood, dass er statt Tomaten über Kartoffeln spricht. Ja? Du redest mit ihm über Tomaten, der spricht über was ganz anderes. Ja? Er ist eine Schlange, sagt er. Darum gehen sie arabisch sprechenden Kritikern aus dem Weg, weil sie nicht anlügen können. Er lügte David Wood in der Debatte an. Muslime sponsern auch noch das lächerlich machen und die Lügen des Lügners. Nicht ein Muslim sagte zu ihm, dass du über den Prophet Mohammed lügst. Ja? Er hat sogar Lügen genommen, zum Beispiel, wo David Wood sagte, er hat Körperteile, ja? Also Allah. Zum Beispiel in der Debatte, da sagte David Wood, er hatte Körperteile. Er antwortete, wer sagt das? Ja? Wer sagt, das stimmt doch gar nicht. Ja? Dann dabei sagt das Mohammed selbst und im Koran steht das ganz klar, dass Allah Körperteile hat und dieser Typ lügt. Er macht es so, als ob David Wood lügt, das gar nicht stimmt. Und da standen, da saßen Muslime in der Debatte, jede Menge, und klatschten dem zu und beifalten dem, und die wussten genau, der lügt. Ja, weil du ja lügen darfst, um den Islam weiterzubringen. Ja, doch ob du lügen darfst, ja, was Mohammed sagt, ja, sie tun sogar in Frage stellen, was Mohammed sagt. Ja, wenn es jetzt zum Beispiel einer der Rechtsschulen gesagt hat oder sonst was gesagt hat, okay, dann benutzen sie eben Takia, aber Takia zu verwenden bei den Aussagen von Mohammed, das geht, glaube ich, ein bisschen zu weit. Ja, und viele Muslime kritisieren auch, sagt dann auch CP in seinen Live-Videos, dass viele ihn als Lügner, selbst Muslime, darstellen. Das sind dann, denke ich mal, die Muslime, die wirklich Mohammed respektieren. Ja? Und denken, das, was Mohammed gesagt hat, da kann man keine Takia benutzen. Wir wissen ja, dass die Sunni sind die der Sunna des Propheten mal so kurz definiert mehr nachgehen, und die Schia sind mehr die Ali nachgehen, und die Schia sind mehr die Takia benutzen, mehr lügen, und wahrscheinlich sind da ein paar Sunnis. Ich kenne auch sehr viele Sunnis aus Deutschland, das sind wirklich aufrechte Menschen. Es geht hier nicht um die Muslime, es sind wirklich ehrliche, gute Menschen, barmherzige Menschen, die wahrscheinlich auch nur die erste Phase des Islams kennen. Ja, wirklich wundervolle, tolle Menschen, ja. Muslime, die ich kennengelernt habe, schon bei denen auf Hochzeiten und hin und her. Es geht nicht um die Muslime, es geht hier nur um den Islam. Ja? Mir hat selber mal ein Türke das Leben gerettet. Ja, ein Muslim. Also versteht das hier nicht falsch. Ja? So.
Und hier sagt das ja, der einzigste Weg, Islam zu verteidigen, ist Lügen, sagt Christian Prince. Ja? David Wood sagt jetzt, ja, selbst wenn man sie beim Lügen erwischt, ist es nur eine Fehlinterpretation. Ja? Also, ne? Als wäre das nur eine Fehlinterpretation. Viele Muslime sagen dann auch, ja gut, okay, dann habe ich mich getäuscht, okay, vielleicht habe ich einen Fehler gemacht. Das sehen wir viel bei Christian Prince in Live-Debatten, wie der Muslime selbst sagt, ja gut, okay, ich bin ja auch noch nicht so gelehrt, ich bin ja auch noch, hatte ich selber mal, ja, mit einem Türken, der sagt, okay, ja, das ist gemein, hat er mir gesagt, das ist gemein, du bist voll gemein, ich kann überhaupt gar nichts machen mit dir und hin und her. Dann hat er gesagt, dass er noch ein paar Jahre den Islam studiert und sich dann nochmal bei mir meldet. Das ist jetzt schon, ich will nicht lügen, 3 Jahre her, ja. Die geben es dann auch zu. Es gibt ehrliche Muslime, ja? So. Nur halt, das sind dann die, die dann nicht weiter verteidigen. Sie geben es dann zu, sind ehrlich, aber die, die dann weiter verteidigen, auf Teufel komm raus, ja, das ist, was hier CP euch sagen will, die, denen du alles sagst und die dann nicht einsehen, die die Lüge weiter verteidigen wollen, können natürlich eine Lüge nur mit einer Lüge verteidigen. Und Christian Prince sagt es dann auch in dem Video, dass du eine Lüge dann mit einer Lüge verteidigen musst und dann diese Lüge wieder mit einer Lüge verteidigen musst und das sich dann ganz im Kreise dreht. Ja? Anstatt aus diesem Kreis rauszuspringen. Ja? Gut, entschuldigt bitte das Halten und der Kamera, aber hier geht es ja um den Inhalt und nicht darum, wie ich hier aussehe oder sonst was. Ja? Oder wie das Bild hier gerade ist. So. David Wood, selbst wenn man sie beim Lügen erwischt, ist es nur eine Fehlinterpretation. Wir machten uns aus, nicht zu beleidigen. Ja? Also bei der Debatte machten sie sich aus, David Wood und diese andere, sich nicht zu beleidigen, ja? Nicht zu übertreiben. Und er verstoßte gegen jede einzelne Abmachung wiederholt, ja? Der Moslemler. Nun wusste ich, dass er ein Lügner ist, der Christen täuschen will. Ja? So. Sam Shamoon wirft ein aus eigener Erfahrung. Muslime weichen Fragen über ihre eigene Religion aus und versuchen nur auf kritische Fragen zu den anderen Religionen sich zu beschränken. Das ist, was ich euch immer sage. Muslime sagen immer Heuchler, das ist Heuchlerei. Ja? Wer den Islam kritisiert, darf sogar getötet werden. Ja? Und das ist Bestandteil der Muslime, ihren Islam zu verteidigen mit Taqiyya, ja, und andere Religionen. Sie studieren dann die andere Religion, versuchen da irgendwie Unwissende, ja, ungelehrte Ignoranten über ihre eigene Religion falsch aufzuklären. Ja, aber wenn du sie dann mit ihrer Religion konfrontierst, weichen sie komplett aus und wollen nur auf deine Religion eingehen, um dich zu verwirren. Ja, so. Und wenn Muslime euch sagen, das sage ich immer oft, wenn sie sagen, warum kritisierst du den Islam, antwortet immer ein Satz, Schachmatt-Argumentation. Ja, und das ist hier wieder wunderschön, wenn man das sieht, was die christliche Geschwister schreiben, dann seht ihr, dass der Geist wirklich da ist. Dann seht ihr, dass wir wirklich dieser Geist wirklich bei uns ist. Denn wie kann das sein, dass wir Christen parallel, ja, tausende von Kilometern entfernt reden und genau dasselbe reden und genau denselben Verstand haben, genau dieselben Argumentationen haben, genau dieselben Schachmattmeister sind, ja, weil wir den Geist haben. Ja? Versteht ihr? Und das ist, was ich euch immer sage. Wenn Muslime euch sagen, warum kritisierst du den Islam hin und her? Moment mal, Muslim, Hauptbestandteil des Islams zu verteidigen ist, andere Religionen zu studieren und sie zu kritisieren. Ja? Das ist, was ihr macht. Mohammed selbst hat immer kritisiert, Kritik, Kritik, Kritik und seine eigene Religion mit dem Schwert verteidigt. Ja? Versteht ihr? Und das ist, was Muslime bis heute machen. Ja? Kritisiert den Islam in einem ihren Ländern, Kopf ab. Ja? Aber sie dürfen deine Religion, dürfen sie kritisieren, sogar verbieten in ihren Ländern. Ja. Unfassbar. So. Achte Frage. Moment, wie viele Minuten haben wir jetzt? 28. Wir machen einen dritten Teil, damit das nicht alles zu lange geht. Alles klar, ihr Lieben. Danke schon mal fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr... Gut, machen wir das am Ende. Tschüss, tschüss, bis gleich.